Als Mutter zweier Töchter stockt mir der Atem. Wenn ich an die Millionen jüdischer Kinder denke, die ermordet wurden, ihren Eltern entrissen, alleingelassen, voller Schmerz und Angst vor dem Ungewissen. Wir sehen dieses Leid an den Kerzen hier drin, an dem Erinnerungsort für die 1,5 Millionen ermordeten Kinder, die keine Zukunft hatten, die kein Leben danach mehr hatten. Der Gedanke an den Schmerz jedes einzelnen Kindes, jeder einzelnen Mutter, jedes einzelnen Vaters ist kaum zu ertragen.